πριν 27 χρόνια, πριν 27 χρόνια, είχα πάει στο σούπερ μάρκετ Ηρόδοτος. Πίσω μου άκουσα μία φωνή. Ακούω νιόνιο. Γύρισα το κεφάλι μου και είδα δύο παιδιά, δύο νέους ανθρώπους. Είχα δει τον Πέτρο, αλλά την κοπέλα δεν την γνώριζα. Νόμιζα ότι τους είχα πάει βόρτα με το σκάφος στο Κέρι Κέιβ, στο Μαλαθονήσι που πήγαινα, έκανα πρώτα αυτή τη δουλειά. Ήταν δύο νέοι άνθρωποι, ο Πέτρος και η Μαρτίνα. Das gibt es mittlerweile seit 1987. Die hat mein Vater damals aufgemacht, einen kleinen Ziegenstall aufgemacht. Da war hier so gut wie kein Tourismus. Damals wurde der Flughafen gerade gebaut, das heißt, er hat mehr oder weniger die ersten Touristen hier runtergebracht. Und das hat sich stetig entwickelt und mittlerweile ist unsere Tauchbasis schon eine etwas größere Mittelmeer-Tauchbasis geworden. Deutlich mehr Personal auch. Aber es gibt hier immer noch keinen Massentourismus und das ist immer noch das Schöne dran, dass es doch immer noch recht beschaulich und schön ist. Hinter der Tauchbasis Nerosport verbirgt sich in erster Linie mein Vater, das ist der Peter Mohr, der Sohn, das bin ich, der Dennis, aber auch meine Frau, die Britta, die sich hauptsächlich ums Büro kümmert. Die Lebensgefährtin meines Vaters, die Lotte, die sich hauptsächlich um die Snackbar kümmert, um das Wohl der Gäste kümmert. Unsere langjährigen Mitarbeiter, Tauchlehrer, Dive Master, unser Hartmut ist seit 3 Jahren hier. Der Hans, der hat 13 Jahre für uns festgearbeitet und kommt jetzt in den Sommerferien immer noch und hilft uns. Viele Dive Master, Tauchlehrer, Assistenten. Unser Jonjo, unser Kapitän, der fährt seit über 25 Jahren für uns, also verbindet eine sehr lange Geschichte auch mit meinem Vater, der hat mich als Kind kennengelernt schon. Ja, ganz viele Helfer, die dafür sorgen, dass der Betrieb läuft.